Die Aufzeichnung läuft jetzt, hallo. Ich habe euch angedeutet, dass ich eine Erklärung des Textes über Video drehe und das mache ich jetzt auch, wenn es jetzt schon Samstagabend ziemlich spät ist. Aber gleichwohl, Überzeugung zu, jetzt kann man den ins Wirtshaus oder so, dann machen wir ja. Gut. Ja, jetzt ist nach 10, ist alles zu, wo soll ich jetzt hin? Also gut, kleiner Schatz, gut, fangen wir an. Sinn. Die Republik ernst, die Themen hier sind Quando, da fangen wir an. Sinn Quando. Irgendeinmal einst, also wenn einmal. Das Populus einem Registo, Dativ Singular, einem Registo, Bim, Afferre, Afferre, Atuli, Alatum, natürlich hier Gewalt beibringen, Atulit, Bim, Atulit, und, hoffentlich, Bildschirm ist geteilt. Ich habe nämlich schon Sachen gedreht, habe ich den Bildschirm wieder geteilt. Dreiviertel Stunde, dann muss ich es nochmal machen. Also, und hier das W ist ein Oder. Da darf man nicht nach Regnovus oder was suchen, sondern das ist ein Oder und ist nicht angegeben. Das ärgert mich. Also, oder in Spoliare mit Ablativ jemanden etwas plündern, also jemanden von etwas berauben, jemanden plündern, ausplündern oder jemanden berauben. Oder ihn im Deutschen des Thrones, des Königreichs, hier des Thrones, Poliavid, oder auch leichter id quod sepius, sepe, klar, Komparativ sepius evenit wäre perfekt, evenit, bestens. Gustare in Italiano, si dice, wenn man ein Eis will, sagt der Eisverkäufer, Qualche gusti, welche Geschmäcker, also welche Geschmäcker, ob Vanille oder was auch immer, oder Nuss oder Pistazien oder Stracciatella, also Gusto, geschmeckt hat. Wenn es das Sanguinem der Optimatum geschmeckt hat und unter Substravitz, da kommt Straße her, hinwerfen, Stratum, Substratum, Substrat auch, aber auch Sterner ist dann Stravis, Stratum, daher kommt die Straße, etwas hingebreitet, nämlich her, Stratum, oder dort eben die Basaltplatten. Substravit, wenn es wen oder was, Akkusativ Singular, Totam, Rem, Publicam, wem Substravit, Dativ ihrer, ihr Libido, Libidinis ihrer, hier Gier, Leidenschaft. Also hier ist Libido negativ behaftet. Dann Cave. Ihr kennt ja Cave Canem, hüte dich vor dem Hund, Cavere, Kaution. Du solltest, du dürftest wohl glauben, dass. Hier formeln wir und wir lernen out, entweder oder. Hier ist es aber besser mit weder noch zu arbeiten. Also ACI abhängig von Butis, dass es weder irgendein Mare noch irgendein Feuer. Irgendein Tantam, ein so großes Mare, noch ein so großes Feuer gibt. Welches nun Facilius komparativ zu sedare, zu besänftigen, zu beruhigen, ist angegeben, sit als
zu besänftigen, wen oder was, als die, deshalb Akkusativ hier, als die Ephrenatus von hier außer Rand und Band geraten vor Übermut, also eine außer Rand, vor Übermut außer Rand geratene Multitudinen. Da steckt wieder das Freno, was ich neulich erklärt habe, Freno die Bremse in Italien. Dann geschieht es, tum fit, illud, quod avut Platonem genannt worden, treffend gesagt worden ist. Und jetzt hat er den Wunsch, si modo, der Scipio, wenn ich dies nur in Latein exprimere, futur 2 potuero. Difficile facto est ein supinum, difficile facto es. Aber ich, conare conoco sum ist klar, tamen conor. Es ist difficile zu tun, aber tamen conabore. Und jetzt kommt wirklich eine knifflige Sache. Da muss man genau hinschauen, genau aufpassen. Und da ist nach meiner Meinung wieder viel zu wenig, weil man sich zu wenig mit dem Text auseinandersetzt. Viel zu wenig angegeben. Ich versuche trotzdem, den begreiflich zu machen und übersetzbar für euch. Wenn, dann. Wenn, quid enim, immer ablesen. Jetzt steht hier schon allein austrocknen. Hier heißt es aber nicht irgendetwas austrocknen, sondern wenn die unersättlichen Rachen die unersättlichen Rachen des Populi vor Citi nach Libertatis ausgetrocknet sind. Denn ich wüsste nicht, wer hier was ausdrücken soll. Ausgetrocknet vor Durst, Ablativ, Singular hier, Citi vor Durst, Genitivus, Objektivus nach Libertatis. Also der Rachen ist vor Durst nach Libertatis ausgetrocknet, das heißt, sie lechzen nach Freiheit. Und es, nämlich das Populus, das Volk, es verwendet hat mit Ablativ. Das ist allerdings hier ein Partizip Perfekt als Deponens. Usus, welches aufgelöst, welches wir ergänzen hier, die Form steht so da, eher ein S, welches Malis ministris usus, nämlich hier Diener Mundschenken, das ist eine Metapher, welches, und jetzt kommen wir dazu, welches, weil, ich würde hier auflösen, als Kausalsatz, weil es Usus hat, böse und schenken. Quer verbindet alles. Und immer noch abhängig der Satz von cum und weil es böse Mund schenken verwendet hat.
nicht modice, maßvoll temperierte, sondern nimis meracam libertatem dürstend getrunken hat, geleert hat, ausgeschöpft hat, hauset, tum, dann wird's kritisch, dann nämlich, dann in sequitur, in simulat, arguit, wen oder was, die Magistratus und die Principes. Wenn, außer, wenn die nicht lenis leicht und nachhilfig und slarge sibi libertate ministren. Also wenn sie nicht sehr lenis und remissi, das muss man nachschlagen, sind remissi, zurückgenommen sind und ihm large, large, reichlich an Libertatem hier ausschenken. Ministra, also von, das ist das Verb dazu, ministrare, ausschenken. Erklärung, zu viel Freiheit ist nicht gut für das Volk. Dann in sequitur, in simulat und arguit, wen oder was, die Magistratus und Principes und nennt die Prepotentes, Aristokraten, Regis und Tyrannos. Ja, das war's. Nicht schwer zu übersetzen, da müsst ihr noch ein bisschen nachdenken in dem Teil. Ich kann ja nicht alles vorgeben. Also bei Nisi Valli Lenis Remissi Sund, da ist natürlich auch wieder mal nichts aufgebaut. Ansonsten hoffe ich, dass ich eine kleine Hilfe gegeben habe bei der Übersetzung dieses Textes. Und dann sage ich Arrivederci, auf ein Wiedersehen. Arrivederci. Zack. Zack. Und